Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema der wichtigsten Operatoren im Deutschunterricht an. Viel Spaß beim Video. Die Erzählerperspektive und die Erzählstrategien sind grundlegende Elemente in der literarischen Analyse und entscheidend für das Verständnis eines Textes. Sie bestimmen, wie eine Geschichte vermittelt wird und wie die Leser die Ereignisse und Charaktere wahrnehmen. Es gibt verschiedene Erzählerperspektiven, darunter den Ich-Erzähler, den Personalen Erzähler und den Autorialen Erzähler, die jeweils einzigartige Einblicke in die Handlung bieten. Der Ich-Erzähler berichtet aus der ersten Person und bietet eine subjektive Sichtweise. Diese Perspektive ermöglicht den Lesern einen direkten Zugang zu den Gedanken und Gefühlen des Erzählers. Ein berühmtes Beispiel für einen ich Erzähler ist der Protagonist in Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werthers. Hier erlebt der Leser die Welt durch die Augen von Werther und erhält einen intensiven Einblick in seine emotionale Welt. Diese Erzählperspektive kann jedoch auch eingeschränkt sein, da der Leser nur die Wahrnehmung und das Wissen des Erzählers kennt. Der personale Erzähler erzählt die Geschichte aus der Perspektive einer oder mehrerer Figuren, jedoch in der dritten Person. Diese Perspektive bietet Einblicke in die Gedanken und Gefühle der ausgewählten Figur N, ohne dass der Erzähler selbst in Erscheinung tritt. Ein Beispiel hierfür ist J.K. Rowlings Harry Potter, Serie, in der die Geschichte meist aus Harrys Sicht erzählt wird, ohne dass er selbst als Erzähler auftritt. Der personale Erzähler kann flexibel zwischen den Perspektiven verschiedener Figuren wechseln, Bleibt jedoch in jedem Moment auf eine Figur beschränkt. Dies ermöglicht eine tiefere Charakterentwicklung und eine vielfältigere Darstellung der Handlung. Der auktoriale Erzähler, auch als allwissender Erzähler bekannt, kennt alle Gedanken und Gefühle der Figuren und kann über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse berichten. Diese Perspektive erlaubt eine umfassende und detaillierte Darstellung der Handlung. Ein Beispiel für einen auktorialen Erzähler findet sich in Leo Tolstois Krieg und Frieden. Der auktoriale Erzähler kann Kommentare abgeben, die Handlung interpretieren und dem Leser Hintergrundinformationen liefern, die den Figuren nicht bekannt sind. Diese Erzählweise bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte und die inneren Welten der Charaktere. Neben den verschiedenen Erzählerperspektiven spielen auch die Erzählstrategien eine wichtige Rolle. Chronologisches Erzählen stellt die Ereignisse in der Reihenfolge dar, in der sie geschehen. Diese lineare Struktur erleichtert es den Lesern, der Handlung zu folgen und die Entwicklung der Charaktere und Ereignisse nachzuvollziehen. Ein Beispiel für chronologisches Erzählen ist Mark Twains, Die Abenteuer des Huckleberry Finn, wo die Erlebnisse des Protagonisten in zeitlicher Abfolge geschildert werden, nicht chronologisches Erzählen bricht mit der zeitlichen Reihenfolge der Ereignisse und kann Rückblenden und Vorausdeutungen enthalten. Diese Technik kann Spannung erzeugen und den Lesern zusätzliche Informationen liefern, die erst später in der Handlung relevant werden. Ein bekanntes Beispiel ist William Faulkners The Sound and the fury das verschiedene Zeitebenen und Perspektiven nutzt um die Geschichte zu erzählen diese Erzählweise erfordert eine aktive Leserschaft die die verschiedenen Zeitebenen und Ereignisse miteinander verknüpft multiperspektivisches erzählen wird verwendet um die Geschichte aus mehreren Perspektiven zu erzählen dies kann verschiedene Erzähler oder wechselnde personale Perspektiven umfassen diese Strategie ermöglicht es, die Ereignisse aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und ein umfassenderes Verständnis der Handlung und Charaktere zu erlangen. Ein Beispiel für multiperspektivisches Erzählen ist George R. R. Martins, das Lied Von Eis und Feuer, wo die Kapitel abwechselnd aus der Sicht verschiedener Charaktere geschrieben sind. Diese Technik bereichert die Erzählung, indem sie unterschiedliche Motivationen und Hintergründe der Charaktere offenbart. Die Erzählerhaltung ist ein weiteres wichtiges Element in der literarischen Analyse. Ein Erzähler mit neutraler Haltung berichtet die Ereignisse objektiv und ohne persönliche Wertung. Diese Art der Erzählhaltung lässt den Leser eigene Schlüsse ziehen und ermöglicht eine unvoreingenommene Betrachtung der Handlung. Ein Beispiel hierfür ist Ernest Hemingways Der alte Mann und das Meer, wo die Ereignisse sachlich und nüchtern beschrieben werden. Ein subjektiver Erzähler hingegen gibt seine eigene Meinung und Gefühle zu den Ereignissen und Charakteren Preis. Diese Haltung kann die Wahrnehmung der Leser beeinflussen und sie in die emotionale Welt des Erzählers hineinziehen. Ein Beispiel ist die Erzählweise in Charlotte Brontes Jane Eyre. Die Protagonistin ihre Erlebnisse aus ihrer persönlichen Sicht schildert. Ein kommentierender Erzähler fügt der Handlung eigene Überlegungen, Bewertungen und Kommentare hinzu. Diese Haltung ermöglicht es dem Erzähler, die Ereignisse zu interpretieren und den Lesern zusätzliche Einsichten zu geben. Ein Beispiel für eine kommentierende Erzählweise ist. Henry Fieldings, Tom Jones, wo der Erzähler häufig direkt zum Leser spricht und die Handlung reflektiert. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Deutsch, mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen, Kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten? Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Rhetorische Mittel spielen eine zentrale Rolle in und Sachtexten. Sie dienen dazu, Argumente zu verstärken, Emotionen zu wecken, und das Publikum zu überzeugen. Zu den wichtigsten rhetorischen Mitteln gehören Metaphern, Anaphern, Hyperbeln, Antithesen und rhetorische Fragen. Jedes dieser Mittel hat spezifische Funktionen und Wirkungen, die im Folgenden erläutert werden. Metaphern sind sprachliche Bilder, die zwei Dinge miteinander vergleichen, ohne das Wort wie zu verwenden. Eine Metapher überträgt die Bedeutung eines Begriffs auf einen anderen und schafft dadurch eine neue Bedeutungsebene. Ein Beispiel ist die Metapher Licht der Erkenntnis, bei der Licht metaphorisch verwendet wird, um den Moment des Verstehens oder der Klarheit zu beschreiben. Metaphern helfen, abstrakte oder komplexe Ideen anschaulich und verständlich zu machen. Sie schaffen ein Bild im Kopf des Lesers oder Zuhörers, das die Botschaft des Sprechers unterstützt und verstärkt. In Reden und Sachtexten tragen Metaphern dazu bei, eine emotionale Verbindung zum Publikum herzustellen und die Aufmerksamkeit zu fesseln. Eine Anapher ist die Wiederholung eines Wortes oder einer Wortgruppe am Anfang aufeinanderfolgender Sätze oder Satzteile. Diese Wiederholung erzeugt eine rhythmische Struktur und betont die wiederholten Wörter. Ein bekanntes Beispiel ist Martin Luther King Jr.s "I Have a Dream"-Rede, in der er mehrmals die Phrase "I have a dream" wiederholt. Anaphern verstärken die Aussagekraft einer Botschaft und schaffen eine eindringliche Wirkung. Sie strukturieren den Text und erleichtern es dem Publikum, den Argumenten zu folgen und sie zu verinnerlichen. In politischen Reden oder Werbetexten werden Anafern oft eingesetzt, um zentrale Botschaften zu betonen und im Gedächtnis der Zuhörer zu verankern. Eine Hyperbel ist eine starke Übertreibung, die nicht wörtlich genommen werden sollte. Sie dient dazu, etwas Besonders hervorzuheben oder zu dramatisieren. Ein Beispiel ist der Satz Ich habe dir das schon tausendmal gesagt. Natürlich meint der Sprecher nicht buchstäblich tausendmal, sondern möchte betonen, wie oft er etwas wiederholt hat. Hyperbillen erzeugen eine starke emotionale Reaktion und können humorvoll oder dramatisch wirken. In Reden und Sachtexten werden sie verwendet, um die Dringlichkeit oder Bedeutung eines Themas zu unterstreichen. Sie können das Publikum beeindrucken und die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt lenken. Eine Antithese stellt zwei gegensätzliche Begriffe oder Aussagen gegenüber, um einen Kontrast zu erzeugen. Ein Beispiel ist der Satz Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit aus Charles Dickens, eine Geschichte aus zwei Städten. Die Gegenüberstellung von Beste und Schlimmste verdeutlicht die Widersprüchlichkeit der beschriebenen Situation. Antithesen helfen, komplexe Sachverhalte durch Gegensätze klarer darzustellen, sie betonen Unterschiede und schaffen einen spannenden Kontrast, der das Publikum zum Nachdenken anregt. In Reden und Sachtexten werden Antithesen genutzt, um Argumente zu schärfen und eine eindrucksvolle Wirkung zu erzielen. Eine rhetorische Frage ist eine Frage, auf die keine Antwort erwartet wird. Sie dient dazu, das Publikum zum Nachdenken zu bringen, oder eine Aussage zu betonen. Ein Beispiel ist die Frage, wer könnte das leugnen? Diese Frage impliziert, dass die Antwort offensichtlich ist und keine weitere Diskussion erfordert. Rhetorische Fragen erzeugen eine dialogische Wirkung und binden das Publikum aktiv ein. Sie können Zweifel säen, Zustimmung hervorrufen oder die Argumentation des Sprechers untermauern. In Reden und Sachtexten, werden rhetorische Fragen oft eingesetzt, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu halten und die Wirkung der Botschaft zu verstärken. Rhetorische Mittel haben eine lange Tradition und wurzeln in der antiken Rhetorik, die von griechischen und römischen Rednern wie Aristoteles, Cicero und Quintilian entwickelt wurde. Diese Mittel wurden systematisiert und als Werkzeuge der Überzeugung in politischen Reden, Gerichtsreden und philosophischen Schriften eingesetzt. Aristoteles identifizierte Ethos, Pathos und Logos als zentrale Elemente der Rhetorik. Ethos bezieht sich auf die Glaubwürdigkeit des Sprechers, Pathos auf das emotionale Ansprechen des Publikums und Logos auf die logische Struktur der Argumente. In der modernen Kommunikation werden rhetorische Mittel weiterhin verwendet, um Botschaften klar und überzeugend zu vermitteln. In der Werbung, in politischen Kampagnen, in journalistischen Texten und in der Literatur spielen sie eine zentrale Rolle. Die bewusste Anwendung rhetorischer Mittel kann die Wirkung eines Textes oder einer Rede erheblich steigern und das Publikum nachhaltig beeinflussen. Die Kenntnis und Analyse rhetorischer Mittel ist auch im schulischen Kontext von großer Bedeutung. Schüler lernen, diese Mittel in Texten zu erkennen und ihre Funktion und Wirkung zu analysieren. Dies fördert nicht nur das Textverständnis, sondern auch die Fähigkeit, eigene Texte wirkungsvoll zu gestalten. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft mit detaillierten texten hintergrundinformationen und übungen in allen drei anforderungsbereichen kannst du dein wissen vertiefen und dich optimal auf prüfungen vorbereiten und das beste daran ist dass du unser lernheft jetzt mit einem exklusiven rabatt von 20 prozent erhalten kannst gib einfach den code welcome bei deiner bestellung ein und schon gehört das lernheft dir schau gleich in der videobeschreibung nach dem link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.